Hallo, guten Tag, herzlich willkommen bei Kuckuck TV, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich würde heute gerne mal über das Thema oder besser über den Begriff Demenz sprechen. Kennen Sie alle, liest man ja überall, hört man überall, Witze gibt es über Demenz. In Medien ist es, ja, Demenz ist überall. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, was heißt das eigentlich, Demenz? Ich meine, so richtig vom Wort her, kommt ja aus dem Lateinischen. Das heißt, weg vom Geist oder geistlos. Und da muss ich sagen, das wissen die meisten zwar nicht, aber das halte ich für eine ziemliche Unverschämtheit. Also Menschen, die eine sogenannte Demenz haben, bezeichnet man als weg vom Geist, als Geistlose. Und das stimmt ja nicht. Das ist, ja, beleidigend ist das. Ich habe mal gelesen, eine Selbsthilfegruppe von Demenzbetroffenen aus Kanada hat vor vielen Jahren genau das so formuliert. Das ist eine Beleidigung, das ist eine Unverschämtheit. Und ich sehe das genauso. Wie kann man Menschen mit so einem Begriff titulieren? Aber es gibt noch für mich und für uns mehr Probleme mit diesem Begriff. Was heißt es eigentlich, wenn jemand sagt, der hat eine Demenz? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Kuckuck! Hättest du eine Ahnung, wovon die Rede ist, wenn Demenz gesagt wird? Ich glaube, Kuckuck genauso wenig wie Sie. Denn man meint damit eine ganze Menge, ein Riesenspektrum. Die meisten Menschen, wenn sie den Begriff hören, stellen sich dann vor, alte Menschen, die sehr abgebaut haben, die vielleicht nicht mehr sprechen können, die wahnsinnig viel Unterstützung brauchen, vielleicht immer rufen nach ihrer Mutter und ähnliches. Gibt's ja. Kennen wir ja, gibt's ja auch. Aber was überhaupt nicht gesehen wird, dass das doch nur ein Teil ist, der damit gemeint ist mit diesem Begriff. Gemeint sind genauso Leute, die eigentlich noch einigermaßen klarkommen, denen sie das gar nicht anmerken würden, dass sie kognitive Probleme haben. Die haben sie trotzdem. Die kommen trotzdem im Alltag nicht damit klar. Aber sie sind doch da erstmal ganz anders als dieser sehr hilfebedürftige Mensch, den die meisten im Kopf haben, wenn von Demenz die Rede ist. Und da hebt sich ja die Frage, was nützt denn ein Begriff, wenn der so breit angelegt ist? Vor 2 Wochen habe ich eine Kollegin in Berlin getroffen und die hat ein interessantes Beispiel gebracht. Die arbeitet in einem Bereich mit Jugendlichen, die straffällig geworden sind. Und die hat gesagt, dass dann die Rede von, ich glaube, Kriminellen, kriminellen Jugendlichen. So, und wenn man kriminelle Jugendliche hört, dann wird bei den meisten Leuten auch ablaufen, oh, um Gottes Willen, hat er jemanden schwer körperverletzt, hat er vielleicht sogar jemanden umgebracht, eine Bank ausgeraubt, vielleicht, die würden ja darunter fallen, aber es würde auch der darunter fallen, der einmal schwarz gefahren ist, aus welchem Grunde auch immer. Und fast genauso ist das mit diesem Begriff Demenz. Der ist einfach sowas von nicht nur unverschämt, sondern ungenau, dass die Frage ist, warum wird er denn überhaupt verwendet? Ja, Demenz ist einfach ein Begriff, der ganz viele Sachen in den Köpfen der Menschen auslöst. Und zwar fast immer nur negative. Und darum ist zu überlegen, ob man den überhaupt noch verwenden soll. Wir sagen nein, der müsste eigentlich abgeschafft werden. Demenz löst Angst aus bei ganz vielen Menschen. Gerade es gibt Untersuchungen dazu und auch viele Erfahrungen, dass Leute, die jetzt kognitive Probleme merken, es klappt mit dem Gedächtnis nicht mehr und so weiter, Angst davor haben, dass ihnen irgendein Arzt meinetwegen sagt, du hast eine Demenz, weil sie damit eben all dieses Schreckliche verbinden. Das alles bringt dieser Begriff mit sich, der ist wirklich vergiftet über die Jahrzehnte. Wir waren kürzlich in Wien, haben dort eine Selbsthilfegruppe von Menschen mit Gedächtnisproblemen besucht. Ja, Menschen mit Gedächtnisproblemen nennen die sich ganz bewusst und Promenz und nicht Demenz, weil sie genau diese Kritik teilen an dem Begriff und sagen, wir wollen so nicht bezeichnet werden. Meine These ist, wenn Demenz ein falscher, ungenauer, beleidigender Begriff ist, wenn ganz viele Leute die Schotten dicht machen, sobald sie ihn nur hören und mit Angst reagieren und nicht mit Offenheit, die wir aber brauchen, sich damit auseinanderzusetzen, warum hängen wir dann so an dem Begriff? Warum schaffen wir ihn nicht einfach ab? Es gibt eine Studie aus Berlin, die ist schon älter auch. Da wurden ganz viele sogenannte Demenzbetroffene befragt, wie sie ihre Situation und so weiter sehen. Und ein ganz wichtiges Ergebnis war,
das, zu dem man gekommen ist in der Studie, dass man gesagt hat, man kann mit Menschen, die solche kognitiven Beeinträchtigungen haben, so über ziemlich alles und ihre Probleme und Lösungen reden, solange man ihnen nicht diesen Begriff Demenz aufnötigt, gegen den sie sich wehren. Und der zweite Aussage dieser Studie war, diese Abwehr dieses Begriffes, das ist nicht mangelnde Krankheitseinsicht, sondern das ist ein psychologisch wichtiger und richtiger Abwehrmechanismus, weil man weiß, dieser Begriff bedeutet Stigma, Leute gucken einen anders an. Alles zusammengefasst spricht eigentlich alles dafür, und das ist jetzt das Plädoyer auch dafür, lasst uns mit diesem Begriff aufräumen, lasst ihn uns doch einfach abschaffen. Und spannend ist, vor diversen Jahren hat man sich das genau in Japan zum Beispiel gesagt. Auch gesagt, das ist so ein falscher, diffamierender Begriff. Lasst uns neue Begrifflichkeiten finden. Und man hat dann im ganzen Land einen Diskussionsprozess gestartet mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wie finden wir einen positiveren, einen besseren Begriff, den Menschen auch annehmen können? Weil was wir doch brauchen, machen wir uns doch nichts vor. Ist nicht, dass Leute abschalten und sagen, lass mich in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben. Sondern, dass sie sagen, ja, ich habe Probleme, ich rede aber ganz offen darüber. Nur so kommen wir doch weiter. Also hier das Plädoyer. Lasst uns heute damit beginnen, über Alternativen nachzudenken und uns eines Begriffes zu entledigen, der genau zu dem führt, was wir nicht wollen, zur Abschottung und nicht zur Auseinandersetzung. Soweit für heute. Wenn Sie Kommentare haben, wenn Sie sagen, alles Quatsch, was ich hier erzählt habe, wenn Sie es richtig finden, wenn Sie eine Idee haben, was man machen kann, melden Sie sich bei uns, wir würden uns freuen. Bis dahin, eine schöne Woche, schöne Tage, sagt Kuckuck TV. Tschüss!